Hallo ihr Lieben, heute habe ich den aller leckersten Zitronenkuchen für euch. Das ist wirklich der leckerste, den ich jemals ausprobiert habe. Wie macht ihr denn euren Zitronenkuchen? Könnt ihr mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Los geht's jetzt mit den Zutaten und der Zubereitung. Die Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ach ja, bevor ich es vergesse, in meinem nächsten Video gibt es diesen Raffaello Maulwurfkuchen. Ich weiß nicht, ob ihr schon meinen Watch Better Kanal kennt. Da gibt es meine Rezepte immer schon ein paar Tage vorher als auf YouTube. Ich verlinke euch das Rezept sowie meinen Watch Better Kanal unten in die Videobeschreibung. So, für den Teig brauchen wir weiche Butter und Öl. Weiter geht es mit Mehl und Speisestärke. Wir brauchen Eier und Joghurt, außerdem Zucker und Vanillezucker, Zitronenschalenabrieb und Zitronensaft und zu guter Letzt Backpulver. Zuerst einmal werden Eier, Zucker und Vanillezucker schaumig gerührt. Dann wird die Butter hineingerührt und die sollte echt Zimmertemperatur haben, also schön weich sein, ansonsten bekommt ihr die da nicht so gut reingerührt. Danach werden Joghurt, Öl, Zitronensaft und Zitronenschalenabrieb hineingerührt. Mehl, Speisestärke und Backpulver werden hineingesiebt. So wird euer Kuchen nämlich schön locker. Die Mehlmischung sollte so kurz wie möglich hineingerührt werden. Also gerade so, dass wirklich alles untergearbeitet ist. Wenn ihr zu lang mixt, dann wird euer Kuchen trocken. So, ich habe mir dann noch eine Kastenform eingefettet und mit Backpapier ausgekleidet. Lasst links und rechts so ein bisschen was vom Backpapier überschwappen, so könnt ihr den Kuchen später einfacher aus der Form nehmen. Der Teig wird jetzt dort hinein verteilt, schön glatt gestrichen und bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für circa 45 bis 50 Minuten goldbraun gebacken. Sollte lauwarm werden, bevor er aus der Form genommen werden darf. Ich habe mir schon so einen Zuckerguss fertig gemacht, aus Puderzucker und Zitronensaft einfach miteinander verrühren. Und der wird dann auf den kalten Kuchen verteilt. Wenn er noch warm ist, dann läuft euch der ganze Guss runter. Statt der Zuckerglasur könntet ihr aber auch einfach nur Puderzucker darüber streuen, dann wird es nicht ganz so süß. Und jetzt anschneiden und genießen. Ich liebe Zitronenkuchen. Ich liebe ihn. Probiert den Kuchen unbedingt mal aus und schickt mir gerne auf Instagram eure Bilder. Da freue ich mich immer. Und ansonsten jetzt ganz viel Spaß. Lasst euch schmecken und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!